Also wir reden ja teilweise schon darüber, aber wenn, dann extrem verklausuliert. Das heißt, wir benutzen Formulierungen oder Floskeln, die es eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Also ich glaube, so die letzten Tabuthemen, die wir haben, ist Sexualität und ist das Sterben. Sexualität ist mittlerweile, kann man da schon ganz prima drüber reden, aber das Sterben ist immer noch ein Thema. Wir haben alleine im Duden über 100 Synonyme für Sterben. Also wir reden ja nicht offen drüber. Also auch wenn jemand verstorben ist, er wurde heimberufen, er hat die letzte Reise angetreten, er ist sanft entschlafen. Also lauter solche vermeintlich tröstlichen Blödsinnigkeiten. Man redet nicht offen drüber, weil es jedem irgendwo schwerfällt. Jetzt liegt dort aber ein Mensch, der genau diese Befürchtungen hat, dass jetzt irgendwann das Sterben kommt. Und wie muss sich dieser Mensch fühlen, wenn er merkt, dass alle um ihn herum nur eiern? Und das ist ja das, was die auch ganz oft uns gegenüber sagen. Die sagen, ich kriege keinen Besuch mehr, weil sich keiner wirklich an mich rantraut. Dann gesagt, die sollen mich doch einfach fragen. Ja? Die sollen mich doch fragen, wie es mir geht. Und es ist auch okay, wenn man es ausspricht. Und es ist aber auch total in Ordnung, dass man mit einem Sterbenden über die aktuellen Champions League-Ergebnisse spricht oder einen richtig guten Witz nochmal austauscht. Ja? Also nochmal, auch ein Sterbender ist ein Lebender, und zwar genau bis zu diesem Zeitpunkt, bis er stirbt. Und was haben wir teilweise Spaß mit unseren Patienten, was haben wir gelacht noch mit Menschen, die wenige Stunden später gestorben sind. Also für mich, das ist auch so ein Tipp, ganz normaler Umgang mit diesen Menschen. Ja? Die fühlen sich ansonsten wie Aussätzige oder wie Exoten, weil sie so komisch behandelt werden. Ne? Menschen kommen flüsternd ins Zimmer, wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Manchmal wird noch der Raum abgedunkelt. Es gibt eine ganz tolle Situation, die hat ein Kollege von mir mal erlebt. Er ist in den Raum reingekommen. Und dort lag auch eine Frau, ging ihr relativ schlecht, und die Angehörigen waren nur am Flüstern und hatten den Rollladen runter. Und der ist dann rein und hat dann nur gesagt, ach Gott, hat sie jetzt auch noch Migräne? Ja? Und hat die ganze Situation damit aufgelöst. Alle konnten herzlich lachen, Rollladen ging hoch, normale Zimmerlautstärke. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, natürlich ist es ein Mensch mit vielleicht einem besonderen Zuwendungsbedarf, vielleicht auch mit gravierenden medizinischen Problemen, aber der lebt doch noch. Ja? Und deswegen sollte man auch wirklich gucken, was können wir für ihn tun, was können wir für Wünsche erfüllen, welche Beschwerden können wir lindern. Also ich bin als Palliativmediziner der Letzte, der die ganze Zeit über das Sterben spricht. Ich rede über das Leben.